Hallo und herzlich willkommen zurück bei Born into Fear. Wir haben ja das letzte Mal das Rätsel in diesem Haus hier beendet, in Haus 102. Und wir müssen ja jetzt noch ein paar andere Häuser investigaten, um irgendwie die Barriere zu dem Haus 117 zu zerstören und herauszufinden, wie wir diese Sallys in dem Sinne zerstören können, denke ich mal. Ah, aber ich will mich da hinten nochmal umschauen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, das ich benötigen könnte. Irgendwie ein Cleaner oder irgendwas. Und wir haben ja diese... Die Alte hat mich ja da erschreckt, wo ich die Ketchupflasche angeguckt habe. Und dann hat sie uns angemeckert und gesagt, wir sollen das... Noch ein Origami. Cool. Ah, Collectives. Das ist cool. Da kann man wieder Dinge collecten. Schöne Blumen. Also ich finde den Strahl so ein bisschen... klein geraten. Ich weiß nicht, kann man den irgendwie... Moment mal, das will ich mal kurz rausfinden. Sprint Crouch. F. Na, Next Flashlight. E. Okay, das war das, was ich rausfinden wollte. Jetzt. Damit sehe ich ein bisschen mehr, würde ich sagen. Und das ist auch ein bisschen gescheiter. Dann habe ich eine bessere Übersicht. Finde ich cool. Okay, aber hier scheint tatsächlich nichts mehr großartig zu sein. Dann hätten wir Haus 102 komplett abgefrühstückt. Und wir verlassen das Ganze in Richtung Haus 106. Das jetzt tatsächlich unser nächstes Ziel ist. Mal gucken, vielleicht ist das hier drüben. Ich habe keine Ahnung. Das ist 101. Moment, es ist tatsächlich 106. Es ist 106, genau. Wir können immer wieder in unseren Ding schauen. Und eigentlich ist das hier eine ganz schnuckliche Nachbarschaft, ne? Hier so ein kleines Häuschen zu haben, ist bestimmt ganz schön. Wenn ich hier gerade irgendwelche Sallys rumlatschen, die ein 104, dann müsste doch das hier drüben, beziehungsweise hier. Okay. Hier wieder. I have to run away. 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 I run into a Sackgasse. Ah, ich renne ja total. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Geh weg. How? Wie kann ich denn da abhauen? Ich weiß, crouchen und so auf Gras hört man mich nicht. Aber was bringt mir denn das? Ah, die kommt immer noch. Wie kann ich denn die Alte abschütteln? Verflucht! Oh mein Gott! Vielleicht sollte ich das nicht ausmachen. Und einfach in den Hinterhof laufen. Die kommt immer noch. Die kommt immer noch. Und es ist eine Sackgasse. Okay. Die steht da vorne jetzt. Verdammt, ich bin in den Sackgasse gelaufen. Shit. Kann ich die da vorne umrunden? Weil wenn ich... Da läuft aber immer noch was. Also okay. Wenn ich jetzt davor gehe... Das Problem ist, ich muss auf Crouch bleiben... Boah, ich versuche jetzt mal an der vorbeizulaufen. Das Problem ist, sobald es hell ist, sieht die mich. Okay.
Okay, also das war jetzt unerwartet, dass die uns jagen. Deswegen eben dieses... Oh, seh mich bitte nicht, seh mich bitte nicht. Sag mir, wir sind bei Haus 104. Ich latsche jetzt ganz langsam da vor. Okay, also das finde ich jetzt mal geil gemacht. Ich meine, wenn das Spiel so bleibt, sind die Spiele nicht so rätselig, aber diese Verfolgungsjagden mit der, die werden ja wohl noch... Das sind ja drei verschiedene. Da hinten ist noch eine. Das war die, wo ich gehört habe. Okay, ich versuche jetzt ganz, ganz langsam und da leise darüber zu latschen, weil das müsste eigentlich Haus 106 sein. Wenn ich mich nicht total vertue und ich dahinter muss. Haus 106. Das ist Haus 113. Scheiß. Ich glaube, wir müssen die Straße darunter, wo die alte gerade gelaufen ist. Damn it. Kommen wir da irgendwie durch die Hintergärten irgendwie durch? Ich glaube eher nicht. Wir müssen, glaube ich, hier durch. Ach, fuck, hier unter ist ein... Scheiße. Ah! Die hat mich gesehen. Lauf doch! Ah, sprint, sprint, sprint. Da war doch auch eine. Wir sind in einem Haus safe, hat's geheißen. Ich gehe jetzt einfach mal in das Haus hier. Ah! Oh, du Mist, Q. Oh. Okay, ich glaube, das Ganze nach der Reihe abzuklappern wird schwer, wenn diese Weiber da rum, die ist immer noch da draußen, ne? Was muss ich jetzt hier machen? Collect food for the picnic basket. 8 Mal. Oh, picnic basket. Interact and, okay. Die ist immer noch da draußen. Also es hat ja geheißen, in den Häusern sind wir safe, außer die, wo uns hier dann entgegenkommen. Wir machen hier das Flashlight mal an. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Glitch. Ah, Bottle. Einmal. Okay. Okay. Wir schauen uns mal das hier an. Targets. We're watching a movie in their living room when we entered the home. We were caught off guard by their pick... reactions with a target beta nearly escaping the perimeter of the house. Fortunately, one of our agents was on standby and managed to intercept the target before he escaped. Meanwhile, target Alpha struggled, but Agent Johnson maintain control of the situation, and soon both Alpha and Beta were drowned in the bathroom. Beta's phobia of water might made it more difficult for lesser agents, but we had no trouble. Field Agent Callahan. Okay, Beta und Alpha wurden ertränkt im Bad und keine Ahnung und hab's nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Da hinten ist noch ein bisschen was Futiges. Wir collecten das jetzt einfach mal. Picknick-Item. Genau, wir collecten mal. Wir sind hier jetzt erstmal safe. Okay. Offene Küchen sind eigentlich gar nicht so nice. Darf ich ins Bathroom? Moment. Anscheinend, ja. Oh mein Gott. Okay, ich hoffe, dass die sich da draußen wieder verpisst. Ganz ehrlich. Weil, huch. Sonst wird's... Die springt uns doch jetzt gleich an. Ich schwöre. Das da. Da. Und natürlich das da drüben am Bett und das überleben wir nicht. Wollen wir wetten? Nur mal so am Rande. Ich werde erschrecken. You know, I just don't
Was genau gettest du nicht? Da hinten liegt eine Wurst oder sowas. Jetzt kriege ich Hunger, danke. Okay. Haben wir schon 8 Stück davon? Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Gucken wir mal. Wir haben 5. Okay. Das heißt, es müssen noch irgendwo welches sein. Ah, guck mal. Ah, cool. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch 1. Okay. Und das könnte jetzt genau wo sein? Deinem Bad wird wahrscheinlich nichts sein. Wir haben hier eine Tür. Oh Gott, wer will denn da nach draußen? Oh mein Gott. Ich gehe jetzt wieder nach drinnen. Das sind wir safe. Ach Gottchen, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das Spiel hat es tatsächlich so ein bisschen in sich. Gespeichert haben wir. Und das Ganze nochmal, einfach weil wir es können. Wir gucken uns jetzt doch mal im Bad um. Wenn die Alte uns jetzt gleich platt macht, dann ist es einfach... Moment. Schade. Das geht also nicht. Okay. Gut, dann haben wir hier jetzt nichts. Es sei denn, ich habe es jetzt tierisch megamäßig übersehen. Haben wir hier noch irgendwas fürs Picknick? Die werden uns ja relativ gut angezeigt, würde ich sagen. Wir haben hier noch eine Tür, die habe ich noch. Lasst mich raten. Hallo, Keller. Natürlich. Ach, Keller. Keller. Keller mag ich nicht. Ist das vielleicht noch fürs Picknick? Nein. Sieht nicht so aus. Okay. Gut. Die Säge fürs Picknick, crouch ich eigentlich noch? Nee, ich muss ja crouchen. Kann man den anwerfen? Komm, dann habe ich Strom. Okay. Vielleicht die Decke noch? Eventuell? Nein, weil eine Decke ist ja auch immer wichtig für... Okay, okay, okay. Ja, ist ein bisschen komisch. Ich kann in den Keller. Nur die Dinge mitnehmen kann ich nicht. Na, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Chemikalien. Okay. Ja, gut. So viel gab es hier jetzt nicht, ne? Wir brauchen ja nur noch 1. Hä? Was genau? Habe ich jetzt da reingelegt? Verstehe ich nicht. Fireworks. Okay, so. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt kurz das Licht aus, damit die... Und wir crouchen. Und eigentlich will ich ja schon die Häuser nacheinander abklappern. Wir sind hier jetzt allerdings in Haus 13 gelandet. Da drüben ist eins von den Häusern. Vielleicht ist das Haus 6. Ich will mich nur kurz umgucken, dass da nicht schon wieder so eine Alte kommt. Und ich würde sagen, wir sprinten jetzt einfach mal kurz darüber, was auch immer das für ein Hausnummer ist. Ah ja, ja, gut. Okay, die Alte kommt jetzt gleich sofort. Hundertprozentig, die erschreckt uns jetzt wieder. Was? Ich passe da gar nicht auf, was die sagt. Da ist Ina. Guck mal da. Wir haben ganz schön Glück gehabt. Die chasen uns hier. Das ist voll gar nicht lustig. Die sind schon cool gemacht. Also irgendwie haben die was. Ich hasse Puppen. Ich hasse Puppen abgrundtief, ne? Also wer meine Let's Plays kennt, der weiß, dass das Puppen... Oh Gott. Gibt nichts Schlimmeres wie Puppen. Clean the walls. Okay, collect and throw away beer bottles. Okay, also. Wir cleanen. Wir cleanen. Ich nehme mal an, wir müssen das hier nehmen zum Cleanen. Und die Bottles dann wegwerfen. Jetzt cleanen wir erstmal die Wände. Genau. Wie geht das? Ich klicke, es passiert nur nichts.
Hä? Wieso? Press C to C. Was ist... Och, Gottchen, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe das da oben gar nicht gesehen gerade. Okay, das scheint irgendwie kein Dreck zu sein. Sieht ein bisschen aus wie eine Katze, oder? Gut, dann haben wir das da. Dann haben wir hier noch was. Okay. Was denn? Ja, Bottles, die tun wir dann weg. Hier dürfen wir aber rein. Ja, wir müssen hier sogar rein, weil hier eine Bottle steht. Was haben wir hier noch? Ah, da haben wir noch eine. Das sieht echt aus irgendwie wie Katzen irgendwie. Und also, ich möchte das jetzt erstmal alles sauber machen. Und hier geht es nach oben. Da haben wir gleich den ersten nächsten Fleck. Gut. Da drüben. Kann das sein, dass wir hier gerade Beweismittel zerstören, die uns involviert sein in die Geschehnisse hier in dieser Stadt belegen würden? Eventuell. Keine Ahnung, wie viel ich schon habe. Ich suche einfach alle Zimmer ab und fertig. Da ist ein Letter, da ist eine Bottle. Moment. What the fuck? Das brauche ich groß. Bro, I'm failing biology and philosophy this semester. You think that chick from Brad's party would be down to tutor me? Chloe something, I think it was. Anyway, if you get the chance, ask her for me, would you? I can't find my phone after our party last night. Also, try and see if she's single. Okay, da war wohl jemand an jemandem interessiert und ist allerdings durch Philosophie und Biologie durchgerasselt im letzten Halbjahr. So ein Pech, würde ich sagen. Hättest du mal mehr gelernt. Hello, do we have any cleaning space? Haben wir hier noch einen Zettel oder irgendwas? Nö, wir haben hier nur eine Flasche. Oh Gott. Da unten latscht wieder eine. Ich sammle jetzt einfach mal alle Flaschen ein, die ich finde. Und werde die dann wegwerfen, weil das sollen wir auch noch tun. Hier war, glaube ich, auch noch eine drin. Wenn ich das richtig weiß, genau hier da so. Buch können wir nichts machen. So, okay. Ah ja, guck mal, da drüben ist auch noch eine. Kann ich das eigentlich wieder wegpacken? Ja, das kann ich wieder wegpacken. Gut. Ich hoffe zumindest, dass ich schon alles sauber gemacht habe, was ich sauber machen müsste. Halt, jetzt. Manchmal sehe ich den Punkt nicht. Agent Report. Hatte ich den schon gelesen? Ich glaube nicht. For Trader Door. Wow. Da steht jemand auf Schokoladeneiscreme. What the hell are you doing? Nix. Ich esse nix. Ich hab nix gemacht. Ich wollte einfach nur mal reinschauen, weil ich neugierig bin. Huh? Warum? Die geht duschen. Mädel, ich muss da rein, da stand eine Flasche. Wollen wir wetten, dass die da jetzt nicht sehr amused drüber sein wird, wenn wir da reingehen? Ja. Halt, ich sehe den Punkt nicht hier. Shower Curtain. Ja, schön für dich, dass das ein Shower Curtain ist, mir egal. I know I'm this boy. Nice thing. Ich mag das total. Ich krieg gerade Gänsehaut. Ah, ist das toll. Ach, wie geil. Haben wir jetzt Origami. Cool. Haben wir jetzt alle Flaschen? Gibt's hier keinen Keller? Also Wände haben wir alle sauber. Das ist okay. Und jetzt mal noch gucken.
task completed. Okay. Also gut, wir haben das completed. Wir schnappen uns den Stern oder auch nicht. Okay. Good. Nice thing. Oh, Moment, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Ist ein bisschen unbequem. Gerade mir schläft der Fuß ein. Jetzt sitze ich auf meinem Kopfhörerkabel. So. Oh, ich höre schon wieder eine von den Weibern hier. Oh, dann machen wir mal schnell die Taschenlampe aus. Nicht, dass die sich ein... So, es ist doch keine Mess mehr. Moment, lass mich mal kurz, bevor die mich game saved. So. Wo ist die jetzt hin? So. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe sie da hinten rumwackeln sehen. Das muss doch... Hier, das ist sie. Jetzt kommt sie zurück. In den Häusern ist man safe, hat es geheißen. Uiui. Die sieht mich jetzt so aber nicht, oder? Die watschelt da jetzt rum. Okay, lasst mich mal schnell... I cleaned up the house and became a gold star richer for my efforts. Everything blah. Da, da, da. Also wir haben jetzt Haus... Hä, das kann nicht sein. Wir waren doch in Haus 113. Oder habe ich mich verguckt? Okay. Okay, wir müssen noch in Haus 107 und 110. Eigentlich war ich der Meinung, dass wir in Haus Nummer 113 waren. Oh, wir haben ein Q-Journal. Wir haben eine Map. Wir haben eine Map. Wir waren jetzt also da. Das ist ja geil. Also nebenan ist direkt 113. Es ist die Frage, dass nebenan müsste nach in diese Richtung. Also in diese Richtung. Nein, also Map in da so. Hier. Es ist mit der Kamera ein bisschen komisch. Okay, wir haben 102. Das ist hier unten. 106 und 111 gemacht. Und wir müssen noch in 107. Ist natürlich am anderen Ende der Straße, wo auch sonst. 113, 110 und am anderen Ende haben wir dann noch dieses Haus. Okay. Gut. Und ich würde sagen, was in 113 passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann.